Okay, also ich bin jetzt hier in der Lobby. Man sieht auch schon direkt, was Sache ist, denn ich habe den Lego-Modus ausgewählt. Der kam jetzt gerade frisch rein und man musste sogar auch direkt schon mal ein bisschen in der Warteschlange warten. Also es wollten wohl echt sehr viele Leute spielen. Das Lustige ist, man sieht auch hier direkt, wie das hier umswitcht. Also hier normaler Modus, normaler Skin und Lego-Modus, zack, dann direkt hier so ein Lego-Skin. Ich frage mich aber gerade, was für ein Skin ist das hier? Das ist doch nicht der Sensenmann. Oha, der ist scheinbar nicht verfügbar. Das ist aber schade. Na okay, dann nehme ich einfach mal die Glühwein-Agentin. Passt auch jetzt natürlich zur Winterzeit. Was ich davor noch schauen wollte, der Shop, der hat sich aktualisiert. Da kam ja jetzt in der Nacht nichts, aber dafür jetzt gerade eben. Und man sieht auch hier ist jetzt direkt alles in diesem Lego-Look. Übel nice. Okay. Hier haben wir auch wieder jede Menge Zeug am Start und ich glaube, ganz oben waren jetzt neue Sachen. Und das sind dann eigentlich auch die interessanteren Sachen. Abenteuer Charlie. Also wieder mal ein Charlie-Skin. Jetzt in neuer Variante. Sogar zwei. Oder ist es ein Stil? Ah, das ist der Battle Royale-Stil und das halt der Lego-Stil. Ja, okay, es macht Sinn. Und hier so eine Uhr als Rückenaccessoire. Okay, wie nice. Also hier, ja, neuer Charlie. Okay, Bananensplitterhacke. Die ist dann normal und nicht im Lego-Look. Ist okay. Und Schattentraining ist auch nochmal zurück. Das sieht hier aber echt ganz lustig aus mit dieser Lego-Figur. Und Schattenboxer. Ja, dafür kam dann jetzt halt, wie gesagt, in der Nacht keine Aktualisierung, aber jetzt halt eine Aktualisierung. Okay. Ja, sind coole neue Sachen. Und ich würde aber sagen, ich schaue mir eigentlich mal direkt den Modus an. Das wird jetzt mal ultra interessant. Verfügbare Welten werden geladen. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie das gleich ablaufen wird. Okay, es sieht gerade scheinbar schlecht aus. Meine Welten, geteilte Welten. Also man kann auf jeden Fall die Welt dann auch teilen. Man kann einfach, ich denke mal, wie jetzt in Minecraft eine Welt erstellen. Oh, ja. Neue Welt erstellen, erschaffen. Okay, neue Weltslot hat also nicht so viele Slots dafür. Ich nehme jetzt einfach den ersten. Oh, kann man sich sogar übel nice gestalten. Titelbild. Ich denke mal, das ist dann einfach nur das Vorschaubild, oder? Ja, das sieht doch cool aus. Spielmodus, Sandbox. Ich denke mal, das ist dann wie. Ja, Minecraft Survival und Creative Mode, würde ich jetzt einfach mal denken. Auch mit einem Seed, das kennen wir auch aus Minecraft. Wie geil ist das denn gemacht? Ich würde sogar sagen, ich mache mal eine normale Überleben-Welt. Warum nicht? Okay, let's go. Boah, jetzt bin ich mal echt gespannt. Okay, jetzt wird die Welt erstellt. Es hat gerade ein bisschen gedauert, es hat ein paar Mal nicht geklappt. Scheinbar geht's jetzt aber. Warteschlange ist voll. Bitte komme ich rein. Ja, okay, schade. Oh, ich muss jetzt auch gerade locker wieder 10 Minuten Minimum warten. Aber es lädt. Ich musste so oft probieren reinzukommen. Ich glaube, jetzt geht's scheinbar. Oha. Okay. Das überrascht mich ja jetzt schon. Mit Farm wollen wir reden. Okay. Ich skippe das mal durch. Ja, das bin ich. Okay, weiter. Okay. Oha. Okay, ich bin jetzt schon mal sehr überrascht. Bauen. Kein bekanntes Rezept. Tab drücken für Inventar. Hier sieht man die Karte. Ich denke mal, wenn man die dann halt immer mehr erkundet, wird die dann größer. Spieler und hier kann man dann Spieler hinzufügen. Du hast 7 Schlüssel verbleibend, also kann man 7 Leute dann hinzuholen, glaube ich. Okay. Ich bin jetzt schon mal ehrlich beeindruckt. Sprinten kann man auch, springen natürlich auch. Hier macht man so eine kleine Drehung, so ein Stück nach vorne. Hier sind Hühner, streicheln. Oh. Okay. Oh, und das hat mir jetzt ein Ei gegeben. Dünger einsammeln. Oh mein Gott. Also ich glaube, das Spiel kann wirklich sehr, sehr cool werden. Wenn man jetzt hier einfach so ein bisschen rumläuft. Ich denke mal, kann man da irgendwie auch Stein abbauen. Granit einsammeln. Oha. Ich denke mal, man braucht dann auch so Sachen wie jetzt eine Spitzhacke, die man sich dann irgendwie macht. Und dann. Okay, Holz einsammeln. Kann man bestimmt auch diese Steine und so abbauen. Okay, ich stelle mir das jetzt gerade schon mal wirklich sehr, sehr cool vor. Ich probiere es mal ein bisschen aus. Himbeere einsammeln. Wie cool ist das denn? Okay, ich esse mal so eine Himbeere. Ich denke mal, ja, es gibt dann halt einfach Leben dazu. Links oben sieht man auch Herzen. Okay, Moment mal. Wenn ich das jetzt esse, kriege ich ein halbes Herz dazu. Okay, du hast Hunger. Oh, boah, wie cool. Holz einsammeln. Bauen. Kann ich das mit dem Holz? Ich kann Lagerfeuer machen. Okay. Jetzt habe ich noch eine neue Bauzette bekommen. Jetzt kann ich hier eine Werkbank machen. Ja, wie gesagt, das kennt man ja, natürlich aus Minecraft. Dorf. Okay. Ah, Gebäude. Einstiegshütten. Einfache Hütte. Da brauche ich nochmal mehr Holz für. Ist das eine Truhe? Ich glaube, das ist eine Truhe, oder? Ja. Suchen. Okay. Das ist mein Inventar. Das ist das. Ach, das ist ein Lager. Ah, okay. Kürbis einsammeln. Wir sammeln noch ein bisschen Holz. Weil, wie gesagt, ich glaube, wenn wir ein bisschen Holz sammeln, dann können wir hier diese Hütte bauen. Da fehlt uns auch noch ein bisschen was. Oh, Schafe. Komm, streicheln. Boah, wie cool. Ah, oh, Wolle gegeben. Okay.
Da kriegt man Wolle. Einfach die Tiere streicheln. Kürbis einsammeln. Holz einsammeln. Cool gemacht. Granit einsammeln. Ein paar Steine. Es erinnert mich an irgendein anderes Spiel, aber ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was für eins. Aber irgendein Spiel ist so ähnlich, wo man einfach rumläuft und Sachen einsammelt. Jetzt nicht direkt Minecraft, sondern irgendein anderes Spiel. Jedenfalls bis jetzt schon mal sehr nice. Ja, und wie ich es mir dachte, desto mehr halt rumläuft, desto mehr erkundet man die Welt. Ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich auch gefühlt unendlich lang gehen, oder? Oh, eine Kuh. Auch die kann man streicheln. Was gibt die jetzt? Bin mal gespannt. Ach, die hat dann wirklich einfach Milch gegeben. Und da. Einfach Milch, okay. Noch ein paar Himbeeren mitnehmen. Die Himbeeren kann ich jetzt auch unten in die Leiste reinziehen, denke ich mal. Ja, okay. Die esse ich mal. Oh, das ist eine Spinne. Die greift mich an. Ach, ich kann einfach jetzt draufklicken und dann hau ich die. Was hat die mir jetzt gegeben? Seide. Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Wie cool. Okay, ich glaube, das werde ich auf jeden Fall ein bisschen aktiv spielen. Granit noch ein bisschen mitnehmen. Ich suche gerade noch ein bisschen nach Holz, weil dann kann ich mir diese einfache Hütte bauen. Okay, was haben wir denn hier vorne? Ist das ein Wolf? Ich glaube schon. Da gehe ich jetzt lieber nicht hin. So, noch ein bisschen Holz einsammeln. Hier auch nochmal. Ich weiß nicht, wie viel brauchte ich für die Hütte? Jetzt kann ich die sogar bauen. Okay. Wo wäre das denn schlau, die Hütte hinzubauen? Kann ich auf der Karte auch irgendwelche Markierungen sehen? Du bist einfach hungern. Oh, oh. Kann ich Kürbis essen? Scheinbar schon. Schon wieder eine Spinne. Okay, da muss man also auch mal darauf aufpassen, dass man hier genug isst. Ich würde aber sagen, ich will jetzt irgendwo die Hütte eigentlich hinbauen. Vorne wäre dieses eine Lager. Wäre es nicht schlau, es in der Nähe von dem Lager zu machen? Okay, ich will es nicht tun, aber kann ich das Huhn auch umbringen? Ich glaube schon, ja. Ich muss es leider tun, weil sonst verhungere ich hier. Und rein damit. Gucken, ob das funktioniert. Ich glaube aber schon. Ja, ich bin übrigens auch ein bisschen krank. Ich glaube, das hört man also nicht wundern. Oh, jetzt regnet es gerade sogar. Wenn ich jetzt zum Lagerfeuer gehe... Bringt das irgendwas? Wärmt mich das auf? Du bist am Verhungern. Aber ich esse doch die ganze Zeit diese Himbeeren. Ich glaube, das muss ich auf jeden Fall noch irgendwie rausfinden, wie das geht. So, hier ist ja dieses Lager, deswegen mache ich jetzt direkt daneben einfach mal diese kleine Hütte hier hin. Einstiegshütten. Ja, die mache ich einfach mal hier hin. Starte mit dem Bauen. Ah. Oh, ja, okay. Aber ich habe, glaube ich, noch nicht genügend Ressourcen, um das komplett aufzubauen, oder? So. Und so, ne, das reicht leider nicht. Ich kann mir die nicht ganz aufbauen. Okay, also dafür muss ich noch mehr sammeln gehen. Sehr interessant. Okay, also erster Eindruck vom Spiel, echt nice. Und ich wollte es natürlich auch direkt mal mit aufnehmen. Ich kann nur sagen, spielt es auf jeden Fall. Probiert es mal aus. Es scheint wirklich cool zu sein. Vor allem, wenn man das mit Freunden machen kann. Wie gesagt, man kann Leute einladen. So wie es ausschaut, wenn das mit den Schlüsseln gemeint ist, kann man halt 7 Leute einladen. Das ist echt cool. Sehr, sehr nice. Ich werde noch ein bisschen weiter spielen und wünsche euch da auf jeden Fall auch viel Spaß bei.